Morgen, immer noch. Guten Morgen, wir haben jetzt knapp 11 Uhr morgens. Ja, wir sind jetzt sage und schreibe tatsächlich 7 Stunden im Bus unterwegs gewesen, was vor allem an der letzten Teilstrecke lag, wo man zum Teil nur zwischen 25 km/h vorankam. Ich hoffe, euch hat der kleine Zusammenschnitt meines Lebens in Baguio gefallen. Ihr seht, Baguio ist tatsächlich die Stadt über den Wolken, wie ich sie gerne bezeichne, oder vielleicht auch die Stadt in den Wolken. Was kann ich euch über Baguio kurzfristig erzählen? Also Baguio ist die Capital City von der Provinz Benguet mit knapp 350 bis 400.000 Einwohnern. Die Stadt liegt knapp 1500 Meter über dem Meeresspiegel, also doch schon ziemlich hoch. Vor allem nachts merkt man das doch richtig, wenn die Temperaturen sagen und schreiben zum Beispiel im Sommer von 30 auf knapp 15 Grad absinken, ja, und in der Winterzeit sogar bis knapp 10 Grad. Ja, also solltet ihr hierher kommen, es sind vor allem für nachts dicke Wolldecken bzw. auch dicke Pullis vonnöten. Ja, zur Geschichte von Baguio kann ich höchstens das erzählen, dass vor allem als zweiter Regierungssitz galt zwischen 1910 bis 1975 in der Sommerzeit, wenn es also in Manila einfach zu heiß war, um dort die Stadt regieren zu können. Genug zur Geschichte. Wir müssen jetzt noch zu Fuß zu unserem Unterkunft. Kommt doch einfach mal kurz. So, live auf den Straßen von Baguio. Also ich muss sagen, es riecht hier wirklich sehr angenehm. Ja, nicht ganz so wie in Manila. Ja, wieder so ein schöner kleiner Tante Emma Laden. Kleidung. Fisch und Gemüse. Eine kleine Fleischerei. Auch gleich zu einem nächsten Thema. Und zwar hier, ihr habt diese Wassertanks hier an den einzelnen Gebäuden gesehen. Ich laufe mal kurz weiter. Das hat auch sowas für sich. Und zwar liegt Baguio mit seinen 1500 Meter über Meeresspiegel einfach viel zu hoch, als dass diese Wasser schöpfen können. Keine Ahnung, vielleicht ist ein Pumpensystem einfach zu teuer. Auf jeden Fall wird das Trinkwasser größtenteils mit LKWs angeliefert. Sagen muss man aber auch, dass ein Teil des Trinkwassers auch durch Regenwasser gewonnen wird. Ja, Vorsicht im Straßenverkehr ist hier geboten. Bitte auf jeden Schritt achten, nicht nur auf die ungerade Wegstrecke, die mal höher, mal tiefer und mit Löchern versehen ist, sondern auch vor den Autofahrern selbst, die euch gerne hier und da auch mal leicht über den Haufen fahren können. Ja, hier haben wir so ein typisches Beispiel. Achtung vor jedem Schritt. Und Vorsicht um jede Kurve, weil jede Kurve könnte eure letzte sein. Gehen wir schnell auf die andere Straßenseite. Acht Jahren, was Stufen angeht. Die werden hier nicht nach Norm, sondern einfach nach Gefühl gebaut. Und manche Erhöhungen, wahrscheinlich auch durchs Abwasser, könnten für manch einen doch etwas zu hoch sein. Oh! So, und so schon sind wir auch angekommen an unserem Transithaus hier in Baguio. Sieht doch richtig cool aus. Mal sehen, wie es von innen aussieht.